liebe Fans und Freunde, Zuschauer von Pokémonie. Heute beim letzten Opening meines letzten Blisters, dem vierten von Welten im Wandel mit Celebi als Promokarte. So, ihr wisst, wir haben schon zwei Victini Blister geöffnet, ein Celebi Blister. Haben, denke ich, eine sehr gute Ausbeute gemacht. Mit drei Tag-Team-Karten, einer Charakterkarte, auf welche wir im nächsten Video nochmal eingehen. Hier für euch der Blister-Code aus diesem Blister. Natürlich haben wir hier wieder das Celebi, was es jetzt doppelt vorhanden ist. Das heißt, die wird so auf Card-Market reingehen. Wenn jemand Interesse hat, sie zu tauschen, soll mir bitte schreiben auf pokemoney@web.de und diese Karte kann eure werden. Da ich nicht weiß, wie viele Blister man noch erhalten kann. So, dann haben wir wieder drei. Ich habe das Licht der Kamera meines iPhones angemacht. Ich hoffe, das wird uns nicht blenden. Einmal wieder Turtok Plinfa, wieder die drei mächtigen Palkia, Dialga, Arceus und die drei Baby-Pokémon. Und ich denke, wir starten so, wie wir sie hier liegen haben. Die Booster im Hintergrund gestellt. Ihr seht, das komplette Set der gezogenen Welten in Wandelkarten habe ich hier noch liegen. Da ich noch so viel Bulk liegen habe, was eigentlich noch sortiert werden muss, möchte ich den Welten im Wandel Bulk, welcher ja eigentlich kein Bulk ist, weil ich jede Karte einmal in mein Pokédex einfügen möchte, extern halten. Und darum starten wir gleich mit dem ersten Booster der drei Baby-Pokémon. Code zur Seite. Ich denke, ich werde immer wieder ein Code-Special machen für euch. 1, 2, 3, 4. So, und wir starten im heutigen Welten. Genau, Welten im Blister Blank. Dankeschön, Lea. Teddybär. In meinem Welten im Blisterwandel mit der Feenenergie. Einem Anorith. Dann Moruda. Zierpeise. Das coole Anton, schaut euch das an. Anton, dann ein Knackleon. Ich glaube, ich lege die Karten gerade falsch. Da gehören die Pokémon drauf. Dann ein Mirapler. Ein Geronimatz. Dann das süße Plinfa, welches wichtig ist, die zweimal zu bekommen. Einmal für den Pokédex, den Normal Pokédex, einmal für den Tag Team Pokédex, um die Turtok Plinfa Karte damit zu bestücken. Dann haben wir ein Mimikma Reverse. Ich glaube, das ist schon das zweite Mimikma, was wir als Reverse gezogen haben. Und dahinter versteckt sich das erste Pull ein Elisard. Mit dem gleichen Artwork wie Iguana. Richtig cool. Ultra Yellow. Und Mimikma kommt als Reverse-Karte dorthin. Dann starten wir mit dem zweiten Booster. Welten im Wandel und den mächtigen Pokémon Palkia, Dialga und Arceus drauf. So, die Blister habe ich jeweils schon zwei oder drei in meiner Box. Kurz zur Seite. 1, 2, 3, 4 Karten von hinten nach vorne, der übliche Sonne- und Mondtrick. Und wir starten heute mit einer, wir starten in diesem Dings mit einer, die Kamera blendet ein bisschen, ne? Mit einer Psychoenergie. Ziehen dann die nächste Trainerunterstützer Tag Team von Romney und Haller. Natürlich kommen die in mein extra Tag Team Pokédex, welchen ich euch morgen Abend wahrscheinlich versuche vorzustellen, denn dann müsste der auch gefertigt sein. Ein Dangolos. Dann haben wir einen Plibrin. Ein Cosmog. Ein Ponita. Ein Krabox. Ein Carnivaner. Ein Lumpy, ein Natu Reverse und hinter der Macht Natus, hinter dem Seher Natus verbirgt sich ein Makago als Regular Rare. So Leute, wir haben noch keinen Pull gezogen heute, aber ihr wisst, ich habe gestern, oh, danke schön, meine Tochter nimmt gerade meine Switch auseinander, darum bitte ich kurz um. Nee, das ist nicht toll, mein Schatz. Nee.
Drum bitte ich euch jetzt gespannt zu sein auf den letzten Booster mit der Macht Totox und der Last Pack Magic auf die von mir gewünschte Rainbow Karte. The Zero of Time würde es jetzt callen. Doch ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Aber ihr konntet schon sehen, in diesem Booster verbirgt sich etwas. So, 1, 2, 3, 4 Karten von hinten nach vorne. Und wir starten mit der Finsternisenergie. Dann einem Kosmorum. Dann haben wir Trainer, Verstützer, Turner. Wieder ein Zierpeise. Das Natu mit der Attacke Seher. Ein Knacklion. Ha, wie cool. Dann das lustige Seemops. Ein Quartermark. Das Bautz ist ja mal süß. Ist das so ein Knetbautz? Ja, oder? Richtig cool. Kann ich nur sagen, Hashtag Mr. Bautz. Und weiter geht's mit der Leufeo als Reverse-Karte. Und Turtok Printer im letzten Booster. Last Pack Magic, bitte. Lass uns jetzt einen Pull haben. Und zwar haben wir ein Coriogel GX. Yes. Schöne Karte. Natürlich nicht nice geprintet. Oben die Kante ist größer als unten. Aber das ist Pokémon nie erstmal egal. Denn die Karte kommt so in den Pokédex. Und ist erstmal als GX-Karte abgehakt. So Leute, lasst uns nochmal die Pulls von heute durchgehen. Ja, es gibt ja nicht viel zu gucken hier. Und zwar haben wir heute gepullt aus dem letzten Blister, der 4 Blister, Welten im Wandel. Zwei gesponsert von Epi. Ein Leufeo Reverse. Ein Natu Reverse. Ein Mimikma Reverse. Ein Celebi als Promokarte. Und dahinter der heutige Superpull. Coriogel GX. Typ Psycho. Mit Tributhandelsfähigkeit. Rasierflügel 80. Und Behaken GX. So Leute, das waren die 4 Blister. Welten im Wandel bei Pokémoni. Ihr wisst, ich werde euch morgen den Preview der dort gesammelten Pulls hochladen. Und dann werden wir zusammen die Tag Team Karten, wenn welche dabei waren, in meinen neuen Tag Team Pokédex einfügen und diesen zusammen nochmal durchgehen. Drum bleibt am Pokéball, schaltet wieder ein und bis zum nächsten Video. Euer Pokémoni.